بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir werden immer wieder gefragt, was passiert mit den Kindern der Nichtmuslime? Gehen die in die Hölle, wenn zum Beispiel sein Kind stirbt? Deswegen die Frage hier, gehen die Kinder der Nichtmuslime in die Hölle? Ja? Solche Fragen kriegen wir immer wieder gestellt. Man sagt sich natürlich, ey, ihr sagt immer, wer den Islam nicht annimmt und stirbt, geht in die Hölle. Wie ist das denn da mit Kindern? Dann habt ihr aber eine verrücktere Religion, wenn Kinder einfach so in die Hölle gehen, die können gar nichts verstehen, die wissen noch gar nichts. So. Wir haben erstmal schon immer gesagt, wer vom Islam gehört hat, in einem Zustand, wo er den Islam auch verstehen konnte. Das heißt nicht zum Beispiel jemand ist geistig behindert etc. Das meine ich hier mit verstehen. Nicht jemand stellt sich blöd an oder was auch immer, sondern ich meine jetzt jemand beispielsweise ist geistig behindert oder ein kleines Kind, was einfach zu klein ist oder ein alter Opa, der schon den Verstand verloren hat. Ja? Wenn einer den Islam dann ablehnt, nachdem die Botschaft zu ihm gekommen ist, dann geht er in die Hölle. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo auf der Welt jemand im Dschungel wohnt oder was auch immer, dann wird er nicht in die Hölle gehen, weil er die Botschaft gar nicht bekommen hat. Und dies stimmt überein mit dem Vers in Sura Isra, das ist die 17. Sura, das 17. Kapitel des Korans, Vers 15. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ الرَّسُولَ. Was ist denn nun mit den Kindern? Gehen die ins Paradies, gehen die in die Hölle, wo gehen die hin, was passiert mit denen? Weil es gibt eindeutige Hadithe, die darauf hindeuten, dass jemand, der taub war, sodass er nicht verstehen konnte, jemand, der verrückt war, jemand, der zu alt gewesen ist, dass er es nicht mehr verstehen konnte, also jemand, der geistig behindert war, also verrückt gewesen ist, und jemand, der zu alt war, dass er es nicht mehr verstehen konnte, und jemand, der in einer Zeit gelebt hat, wo keine Botschaft zu ihm gekommen ist, dass sie am jüngsten Tag eine Probe bekommen, dann aufgrund dieser Probe, aufgrund dieser Botschaft, entweder ins Paradies oder in die Hölle gehen. Das heißt, es ist immer fair. Es kommt keiner aus Unwissenheit, die er nicht selber verschuldet hat, wird er nicht bestraft. So. Wie ist es nun mit Kindern? Und es ist auch schön für uns Muslime, weil ich möchte die Beweise, die vorgetragen werden, und ein Beweis ist für uns, Qala Allah, Qala Rasulullah, Allah hat gesagt, der Gesandte hat gesagt, das ist für uns ein Beweis. Ein Beweis ist für uns nicht, ja, wir haben einen Sheikh hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, er hat uns erzählt, oder mein Opa, oder mein Uropa, oder meine Oma, oder wir haben mit dem türkischen Taxifahrer geredet, sondern Islam ist bei uns Koran und Sunna. Okay? In allererster Linie. Das sind die Quellen plus der Ijma, die absolut unantastbar sind. So. Auf jeden Fall. Es gibt erstmal einen Hadith, der authentisch ist, wo der Prophet danach gefragt wird, was mit den Kindern der Nichtmuslime ist. Da sagte Allahu alamu bima kanu amilin. Allah weiß besser, was sie getan hätten. Aus diesem Hadith lässt sich weder ableiten, dass sie ins Paradies gehen, noch ableiten, dass sie in die Hölle gehen. Okay, dann schauen wir, ob wir etwas Spezifischeres finden. Ein anderer Hadith sagt, مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ. Jedes Kind wird auf der Fitra, auf der natürlichen Veranlagung, mit vom wahren Glauben geboren. Das heißt, wir als Muslime glauben nicht, dass der Mensch mit einer Erbsünde geboren wird, sondern wir glauben, dass der Mensch als reiner Mensch auf dem richtigen Glauben, mit dem richtigen Glauben geboren wird, mit der Veranlagung für den richtigen Glauben, aber dass er dann von seiner Umwelt sozusagen verbogen wird und am Ende durch seinen Intellekt, durch seinen Verstand selber herausfinden kann, und natürlich durch die Rechtleitung Allahs in erster Linie, herausfinden kann, welcher Weg der richtige ist. Okay? Aber das heißt, solange das Kind noch Kind ist, ist es auf der Fitra, auf der natürlichen Veranlagung, also auf dem Islam. Und
Wenn es dann stirbt, stirbt es in diesem Zustand. Das ist der zweite Beweis. Die dritte Angelegenheit ist, dass es einen Beweis gibt im Bukhari, dass Ibrahim a.s. im Paradies gesehen wurde vom Propheten a.s. mit den Kindern der Götzendiener und mit den Kindern der Muslime. Okay? Das heißt, hier haben wir einen eindeutigen Beweis, dass es zumindest Kinder gibt von den Muschrikin, das ist im Bukhari, die im Paradies sind. Das heißt, wenn jemand sagen würde, die gehen alle in die Hölle, das ist definitiv verkehrt. Okay? So, es ist nur die Frage, gehen die alle ins Paradies oder gehen nur die ins Paradies, die geprobt werden, die auf die Probe gestellt werden, weil manche Hadithe, manche Gelehrte sagen, dass die Kinder genauso am jüngsten Tag genügend Verstand und genügend Verantwortung kriegen, dass sie auch auf die Probe gestellt werden und dass sich dann entscheidet, ob sie ins Paradies und in die Hölle gehen. Das heißt, die Kinder der Muschrikin. Ja? So. Und dann gibt es einen Hadith, den Sheikh al-Albani in Silsila Hadith Sahiha Sahih macht, wo der Prophet a.s. oder als akzeptabel ansieht, wo der Prophet a.s. sagt, dass er Allah darum gebeten hat, ihm die Kinder der Menschen zu geben, das heißt, dass die ins Paradies kommen, okay? Und dass ihm das gegeben wurde. Okay? Der Hadith ist dementsprechend interpretierbar. So. Jetzt haben wir hier einen Hadith, der sagt, also wir haben jetzt erstmal der eine Hadith, der sagt, Allah weiß besser, was sie getan haben. Dann der Hadith, dass Menschen auf die Probe gestellt werden. Dann der Hadith mit Ibrahim im Paradies. Dann der Hadith, mehr mit Mauludin, es gibt kein Neugeboren, außer dass auf der Fitra geboren wird. Dann haben wir den Vers aus dem Koran, wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Das ist natürlich bei einem Kind, das noch keinen Verstand hat, nicht gegeben. Ja? Und, also bei einem kleinen Kind. So, dann haben wir den Hadith, den ich gerade genannt habe. Dann gibt es hier einen Hadith, und zwar, إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. Also die Gläubigen und ihre Kinder sind im Paradies und die Götzendiener und ihre Kinder sind in der Hölle. Und hierzu sagt Sheikh al-Albani, dass dieser Hadith schwach ist, falsch ist, Munkar ist, also total falsch ist und unakzeptiert wird. Das erwähne ich extra, weil er von einem anderen großen Hadith-Gelehrten als akzeptabel akzeptiert wurde. Aber Sheikh al-Albani erläutert sehr überzeugend, warum dieser Hadith falsch ist. Nämlich erstmal, weil er stärkeren Hadithen widerspricht, wie dem Hadith von Ibrahim, dass er mit Muschrikin Kindern im Paradies ist. Und er widerspricht dem Ayat in Surah 17, Vers 15, wo steht, wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Und deswegen, Sheikh al-Albani, Imam Nawawi, Ibn Hajar und auch Ibn Baz, Sheikh Ibn Baz, der frühere Mufti von Saudi-Arabien, in einer zweiten Aussage sagt, dass die Kinder der Muschrikun, also die Kinder der Götzen hier, die Kinder der Ungläubigen, auch die Kinder der Christen, Juden, dass sie alle aus Huld von Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies gehen werden. Auch ein Grund dafür, weil sie ja noch keine Sünden gemacht haben. Sie sind noch nicht zur Verantwortung zu ziehen. Also gehen alle Kinder aus Huld von Allah ins Paradies und werden dort glücklich sein. Einige andere Gelehrte, wie zum Beispiel auch Sheikh Uthaymin, sagen, dass die Kinder, wegen dem Hadith, der sagt, Allah weiß besser, was sie getan hätten, dass die Kinder genauso auf die Probe gestellt werden am jüngsten Tag, wie auch die Leute von Abul Fatra. Abul Fatra sind die, die zum Beispiel zwischen zwei Propheten gelebt haben und deswegen nichts von der Botschaft des Islams mitbekommen haben. Wallahu a'lam. Aber definitiv können wir aus den Quellen sagen, dass definitiv können wir sagen, dass kein Kind bloß aufgrund seiner Eltern in die Hölle gehen wird. Jazakumullah khairan, deswegen, wenn ein Islam diesbezüglich kritisieren will, dann ist er auf der falschen Fährte. Aber ich möchte hier auch noch etwas ansprechen. In katholischen Krankenhäusern gibt es bis heute die Nottaufe.
Die Nottaufe ist dazu da, dass wenn ein Kind gerade geboren wird, ja, dass es sofort getauft wird, damit es nicht in die Hölle geht. Denn auf dem Konzil in Karthago, das müsste fünf nach, das, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das gewesen ist, wurde festgelegt, dass Kinder, die ungetauft sterben, in die Hölle gehen. Und laut Römerbrief 5 sind alle Menschen mit der Erbsünde geboren und laut Römerbrief 6 können sie nur ins Paradies kommen, wenn sie auf den Tod von Jesus getauft wurden. Das heißt, hiernach geht derjenige, der nicht getauft wird, in die Hölle. Wenn jetzt jemand kommt mit anderen Beweisen aus der Bibel, beispielsweise ja, selig sind die Kinder etc. oder was auch immer, müssen wir sagen, dass diese Verse sich widersprechen. Das heißt, die Botschaft von Jesus, dass die auch die Botschaft von Mohammed ist, widerspricht der Botschaft von Paulus im Römerbrief 6 und Römerbrief 5, dass alle Menschen mit der Erbsünde geboren wurden und nur durch den Opfertod Jesus und die Taufe, die damit verbunden ist, indem sie auf den Tod von Jesus taufen lassen, also dass sie dann nur dadurch ins Paradies gehen können. Laut Judentum ist eine Religion spezifisch für Juden. Ja. Der Islam ist die einzige Religion, in der jeder Mensch zu jeder Zeit, an jedem Ort ins Paradies kommen kann und sogar ein Muslim sein kann, wenn er nie etwas vom Propheten Mohammed, Frieden und Segen mit ihm gehört hat. Denn Menschen, die beispielsweise vor dem Propheten gelebt haben und an einen Propheten geglaubt haben, der vorher kam, sind Muslime, Gottergebene, weil sie ihrem Propheten gefolgt sind. Menschen, die heute leben, und nie etwas vom Propheten a.s.w. gehört haben und deswegen natürlich auch nicht an den Islam glauben, obwohl es natürlich in der heutigen Zeit sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand nie etwas vom Islam gehört hat, insbesondere in Deutschland, wie es in Grönland ist. Ich war noch nie in Grönland oder in Island oder was auch immer. Aber nehmen wir mal an, auf irgendeiner Insel auf der Welt, da hat man noch nie was vom Islam gehört oder zumindest nie vernünftige Informationen bekommen. Ja, zum Beispiel im Dschungel irgendwo oder irgendwo in der Wüste, ich weiß es nicht, ja, dann werden diese Leute am jüngsten Tag auf die Probe gestellt. Und jemand, der verrückt ist und deswegen dem Islam nicht folgen konnte, weil er beispielsweise geistig behindert ist, wird am jüngsten Tag seinen Verstand bekommen, dann auf die Probe gestellt werden. Das ist die Botschaft. Der Islam ist eine universelle Religion. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.